Hallo, ein kurzes Video. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der auch im Tierschutz unterwegs ist. Und er hat mich gefragt, welche Partei ich im Februar bei der vorgezogenen Bundestagswahl wählen würde, möchte. Er meint, er wird wie in jede, wenn nicht in jedes Jahr, also wie jedes Mal die Tierschutzpartei wählen. Er hat mir vor Jahren mal das Programm der Tierschutzpartei angeschaut und es hat mir nicht gefallen. Da gehe ich mal kurz drauf ein. Und es ist meiner Meinung nach noch schlechter geworden, ich habe besser. Ich gehe mir ganz einfach mal in Google und suche Schlagwort Tierschutzpartei. Dann erscheint natürlich als erstes die Startseite der Tierschutzpartei, Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die Tierschutzpartei. Was mir hier schon sehr negativ auffällt, als erstes wird der Mensch genannt, dann die Umwelt, dann der Tierschutz. Meiner Meinung nach gehört der Tierschutz an die erste Stelle, dann die Umwelt, dann der Mensch. Umwelt bin ich klar dafür. Tierschutz sowieso. Ich bin seit 12 Jahren fleischfrei. Also ich esse kein Fleisch. Von daher. Jetzt gehen wir mal auf die Startseite der Tierschutzpartei. Ich habe mal die Bilder ausklammern lassen. So, auch hier oben. Partei, Mensch, Umwelt, Tierschutz. So, jetzt gehen wir mal nach unten. Der Bereich Mensch ist so lang. Umwelt so lang, das sind nur die jetzt der Inhalt, die Links zu dem Inhalt, also was wie ein Inhaltsverzeichnis. Und Tierschutz so lang. Okay. Wichtigste kommt aber jetzt beim Grundsatzprogramm. Gehen wir mal auf das Grundsatzprogramm der Tierschutzpartei. Also, ich verlinke das Grundsatzprogramm auch mal unten im Text. Kann sich jeder, der will, mal durchlesen. Hier ist das Inhaltsverzeichnis. Das ist so lang bis hier, von hier bis da. So, der Teil ist zum Thema Tierschutz und der Rest ist zum Thema Mensch. Bis hier. So, Tierschutz klar, Rechte der Tiere, Verbot sämtlicher Tierversuche, Tierhaltung in der Landwirtschaft, Jagd, bin ich auch nicht dafür. Bin ich klar hundertprozentig dabei. Haustiere, diskriminierte Tiere, exotische Tiere, klar. Rechte der Natur und Tiere als Rechtssubjekt. Okay. Dann kommen aber Demokratie stärken für die Tiere, keine Ahnung. Antilobbyismus, keine Ahnung. Absenkung des Wahlalters. Zukunftsräte, Europäische Union. Ernährung, Drogenpolitik für Tiere oder eher für Menschen? Gentechnik, ja, okay. Vielleicht noch Klimaschutz, Meeresschutz kann man dazu machen. Ich habe mal gelesen, Milliarde Euro oder Dollar im Jahr würde reichen, damit man alle 7 Flüsse, die weltweit noch über 90% des Plastiks in die Meere leiten, sauber halten könnte. Aber da wird kein Geld investiert, warum auch immer. Verkehr, Energie, keine Ahnung, was mit Tieren zu tun hat. Familienpolitik, Bildungspolitik, LSBTTIQ, lesbisch, schwule, bisexuell, transsexuelle, habe ich nichts gegen, aber hat ja nichts mit Tieren zu tun. Kinder, Jugendrechte, keine Ahnung. Ausbildung, Arbeit, Soziales, Senioren, Rentenpolitik, einkommensabhängige Staffelung von Bußgeldern und Verwaltungsgebühren. Okay, wäre ich auch dafür. Sterbehilfe. Keine Ahnung, Wirtschaft, keine Ahnung, Finanzmarktpolitik. Also, mir sieht es eher so aus, als wenn das eine Menschenpartei ist. Keine Ahnung, Demokratie, Flüchtlinge, Familienpolitik. Okay, habe ich nichts dagegen, aber dann nennt man sich doch nicht Tierschutzpartei, oder? Wenn es anders sehen, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich war vor Jahren mal, das war vor der letzten Bundestagswahl, im Landtag NRW und da habe ich mich mal mit einer jungen Dame von den Grünen unterhalten. Das werde ich nie vergessen. Und die meinte, ja, so grob, meine eigenen Worte, wir sind eine Tierschutzpartei der Grünen. Also die Grünen sind ja auch, Klammer auf, für die Tierwohl, Klammer zu. Aber eigentlich eher, weil man in diesem Bereich mehr Wähler erreichen kann. Also Wähler, die für Tierschutz sind, kann man
einfacher erreichen als für andere Themen. So kam es für mich rüber. Naja, okay, ich habe falsch verstanden. Aber nochmal zurück. Grundsatzprogramm der Tierschutzpartei ist für mich auf jeden Fall so, dass es eher ganz, ganz klein um die Tiere geht und dann im Großen um die Menschen. Habe ich nichts dagegen. Streichung religiös motivierter Gesetze. Okay, Einstellung staatlich Finanzierung der Kirchen. Hat nichts mit Tieren zu tun, wirklich nichts mit Tieren. Sie sollten nicht umbenennen, meiner Meinung nach. Menschenpartei oder was auch immer oder keine Ahnung, ich weiß nicht, aber nicht Tierschutzpartei. Meine persönliche Meinung, jeder kann es anders sehen, jeder soll wählen, was er will, aber das ist mir schon beim letzten Mal vor 4 Jahren oder 3 Jahren, wann war das, letzte Wahl, negativ aufgefallen. Und von daher, Transformation zu einer CO2-neutralen Lebensweise. Ja, okay. So, was haben wir noch da? Twitter, Pressekontakt, Parteichronik. Mal schauen, Parteichronik. 93, okay. Gegründet. Weiter, 8 weitere Personen in Bonn. Damit wurde der Grundstein für die weltweit erste Tierschutz-Tierrechtspartei gelegt. Finde ich klasse. Wirklich, wenn es darum geht, andere Länder sind uns gefolgt. Finde ich super. Tiertransporte. Da wurde vor Jahren mal im Bundestag von allen Parteien dagegen gestimmt, außer der AfD, aber auch von den Grünen, dass Lebendtransporte ins EU-Ausland verboten werden. Dagegen. Und das ist wirklich die Hölle für die Tiere, die zum Beispiel in andere Länder, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder sowas, lebendig wochenlang per Schiff transportiert werden. Die Grünen haben dagegen gestimmt. Nur mal so, kann man im Bundestag.de lesen. So, mal stellen wir über den Krisen, das wir mal schon wie so, der zusätzliche macht den Anfang. Ja, die explosionsartig gestiegenen Preise für Grundnahrungsmittel, Energie und Rohstoffe sowie soziale Verwerfungen machen es notwendig, das Augenmerk heute auf verstärkt ist gut, auf die Nöte der in Armut lebenden Menschen zu richten, um sowohl der Welthungerkrise als auch den Auswirkungen des Hartz-IV-Kinder, ja gut, aber Leute, hier müsste stehen, esst keine Tiere. Punkt. Der Rest geht ja eigentlich, wie gesagt, das geht ja hier um, meiner Meinung nach, um mehr um Menschen. Ist nicht schlimm, kann so sein, aber das ist für mich irreführend, hier sich Tierschutzpartei zu nennen. Und meiner Meinung nach, 2/3 oder mehr geht es in dem Grundsatzprogramm um Menschen. Aber wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Nur mal ganz kurz.